Noch kurz etwas über das Weltgeschehen. Es gibt, wie gesagt, viele Menschen, vor allem Frauen, die jetzt die Apokalypse sehen in Bildern, im Nachtraum oder im Tagtraum. Es wird tatsächlich so sein und geistig im Entschluss schon längst vollzogen, im Geistigen, wurde das aus dem rein Geistigen schon eingeleitet. Und es ist der Pol, der von Südpol zum Nordpol umgedreht wird. Er dreht sich also, wo der Südpol war, wird der Nordpol. Die ganze Erde wird gedreht. Und in dieser Zeit kann der Mensch nicht auf der Erde sein. Das leuchtet doch jedem ein, oder? Dass es nicht geht. Gut, ich wollte heute von was anderem reden, und zwar von den vielen Frauen, die jetzt das träumen. Schreibt alles auf. Wir sind nun in der Endauslösung. Wenn ihr Träume habt, dass ihr empfindet, dass es die Erde nicht mehr, dass nicht mehr dort, wo ihr immer steht, die Sonne aufgeht, ganz komischerweise, dass sich die geistigen Bilder sich vermischen mit dem, was ihr heute seht auf der Erde. Wenn das geschieht, dass sich Dinge vermischen, dann vermischt sich einzig und allein nicht das Heutige, nicht die Gegenwart, sondern es vermischt sich die Zukunft mit dem schon, was ihr empfindet, was also schon draußen ist, was schon eigentlich bei uns ist. Die Gedankenkraft, wo einst das Reingeistige vorbereitend das hinaussandte, könnt ihr nun wahrnehmen. Es ist nur das. Achtet gut darauf, denn kein Mensch kann das überleben, wenn der Nordpol zum Südpol wird. Kein Mensch kann das erleben. Es wird eine große Rettungsaktion geben von der Menschheit, die noch übrig bleibt. Mehr will ich heute nicht dazu sagen. Ich will immer Stück um Stück etwas geben, denn sonst wäre es zu viel. Und jetzt kommt wieder Wind auf und die Wesenhaften freuen sich sofort. Sie freuen sich sofort, wenn ich etwas über sie sage und sie freuen sich einfach. Es ist herrlich. Nehmt diese wesenhafte Kraft auf. Es ist nicht nur einfach so dahergesagt von mir. Es ist die tatsächliche Wahrheit. Und ihr werdet wie in einem Schoß gebettet sein dann. Euch wird geholfen sein. Vor allem denen, die jetzt träumen. Schreibt die Träume auf. Es ist noch nicht Zeit jetzt. Ihr dürft sie noch träumen, aber wir sind nahe dran. Der Mensch hat die Türe zum Dunkel so weit aufgerissen, dass nun das Licht noch schneller arbeiten muss, damit noch mehr von diesen Menschen, Suchenden, Strebenden, Eingeweihten und Berufenen gerettet werden können. Das ist eine große Rettungsaktion, die jetzt geschieht. Die ist unglaublich groß. Und wer jetzt noch Leid erleben muss, der muss es deshalb erleben, weil er noch nicht so weit ist. Er ist noch nicht in seiner Mitte, denn dann kommt kein Leid mehr, denn er wird gebraucht, dieser Mensch. Er wird also gebraucht für Suchende, für ja, Dastehen, für das Licht, Kanal zu bilden für das Licht. Das Licht braucht nun Kanäle. Kanäle und Vernetzungen. Das Licht braucht ganz viele Kanäle, damit es wirken kann, sofort, von 1:1. Also, noch einmal. In geraumer Zeit wird die Erde vom Nordpol zum Südpol. Der Osten bleibt.
der Osten, das Licht bleibt und auch der Schatten bleibt vom Westen. Aber ihr werdet, wir werden hinweggeholt mit, nicht mit Sanftheit, sondern es wird uns die eine oder andere Schramme sicher auch angetan durch unser Unverständnis oder durch unser, ja, durch einfach unsere Ungeduld oder was auch immer. Also, ich hoffe, ich habe euch getroffen jetzt da, die träumen. Es geht nur um das jetzt. Wenn etwas Einschneidendes kommt, dann werde ich es mitteilen. Noch ist es aber noch nicht die Zeit. Der älteste Zwerg hat mir heute geantwortet und es ist noch nicht ganz da, was kommen muss. Gut, nur so weit von heute, vom Südpol in den Nordpol. Markus Bösch.